Moin Moin, hier sind neue WWS News mit den Shark. Hallöchen! Hallo. Und wir haben neue Schilfauflage, die Schalzen. Juhu, Schalzen, yay! Die Schalzen sieht aus wie, was habe ich von welchem Schiff gesagt? St. Louis. St. Louis, genau. Ich denke mal, das wird ein St. Louis-Schiff. Sieht so identisch aus, T3. Ist ja auch im etwa, das ist ja auch ein Schwesternschiff. Genau, und hier sind die Stats. Sie ist relativ. Ich brauche mal ihr eigenes. So, sie hat 29.500 HP. Ist relativ angenehmer Wert, oder? Ich guck mal lieber, weil ich kann das gar nicht so genau sagen, du. Ich habe zu lange kein Tier 3 mehr Okay. gespielt. Erstmal sollen wir erstmal Aber die ich Schiffe glaube, vergleichen. das ist. Aber ich glaube, das ist okay. Ja, bin. Weil, also eigentlich müsste das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mehr oder weniger wirklich wie die St. Louis sein. Ich weiß nicht, ich habe das Schiff selber nicht. Nicht mehr zumindest, ne? Aber ich auch nicht. Aber ich gucke jetzt einfach mal im Hafen. Wollte sagen, ich glaube. Überlebensfähigkeit hat die sogar nur 27.300. Boah, das ist aber ein bisschen mehr. So, und dann Hauptbatterie 14 mal 1, 152. Die St. Louis hat sogar nur 10 mal 1, 152. Oh. Das ist. Hat aber eine Sekundärbewaffnung von 18 mal 1. Ich weiß nicht, ob das da irgendwo stand. Warte mal. Bei dir auch? Nö, Ne, ich ich glaube bin gerade nicht. nur und spiel gerade nicht drin, deswegen. Nee, ich meinte jetzt bei der Charleston, ob das da irgendwo Ne, Nö. Sekundär, hier steht nur Hauptbatterie. Ach, schade. Sekundär steht hier leider nichts dabei. Feuerreichweite 12,4 Kilometer. 12,4, warte, wieder zurück. Und zwar hat die St. Louis ausgebaut eine Feuerreichweite von 12,5. Oh. 100 Meter mehr, das macht auch nicht cool, nicht fett. Nee. Abfangchance 7%. So, dann kommt hier HE-Schaden 2100. Ist mir angemessen. AP-Schaden 30.000. Übrigens muss ich sagen, 30.000. entschuldige, ich Ja. muss nochmal reingrätschen. Wenn du den ausgebauten Rumpf hast und die verbesserte Hauptbatterie, dann hat sie auf einmal auch 14 Geschütze, die St. Louis. Also ist das eine ausgebaute St. Louis. Oh. Und die Trefferpunkte werden dann auch nochmal angepasst auf 29.500. Das heißt, Grunde 1 zu 1 Kopie kann man sagen. Sieht fast so aus, ja. Nö, okay. Ja, muss man. So, dann weiter geht's dann. Ladezeit 9 Sekunden. Was hat der denn? Was hat der Dreier? Ich hab. St. Louis wird wahrscheinlich dasselbe. Warte mal. Also mit den ausgebauten Türmen. Warte mal, das muss ich ja noch mal einmal schnell gucken. 9 Sekunden. Okay. Cool. Dauer für die 180 Grad Kehre 22,5. Habe ich hier auch drin. Deswegen. Und die. Wobei das im Endeffekt eh kaum interessiert, Ne. weil die. Die HE. HI und AP 800. 53. Hast du bestimmt auch, oder? Das ist Grunde 1 zu 1. 853 Meter pro Sekunde bei einem Schaden von 3000 bei AP und 2100 bei HE. Kann man sagen, 1 zu 1 Kopie. Ja, größtenteils, Ja, ne? so. Dann 22 Kloten, hat es bestimmt auch. Ja. Okay. Das kann man sagen. Ich glaube, weitere Daten brauchen wir nicht weiter nennen. Ich denke mal, die Schelzen ist Kuppel 1 zu 1 Kopie. Aber die Stats können wir noch alles noch ändern. Das heißt Work in Progress. Aber. Wie Shark gerade durchgegeben hat, ist 1 zu 1 ein Kopie. Ist eigentlich ein bisschen ungewöhnlich, so ständig welche Kopieschiffe zu machen. Oder Schwesterschiffe. Ich denke mal, für Sammler ist es irgendwie so interessant. Nur ich denke mal, wird ein Sammlerschiff. Bei World of Tanks gibt es auch ja Leute, die nur Panzer sammeln, ja, so Lautier-Bereich. Aber ich denke mal, so als Sammlerschiff ist es irgendwie interessant. Das Ding zu.
spielen oder ich denke mal, oder das, wie das Wargame auch mal, mit welchen Schiffen haben sie es noch gemacht? Die Schiffe, T3 konntest du auch irgendwie auch erspielen. Ich glaube, das sind meine großen Schiffe, glaube ich. Ja, das war die, wie Wacker? hieß denn das? Wacker? Die Wakatake. Wobei, die konnte man, glaube ich, auch irgendwann mal spielen. Deswegen, ich Ah, denke. nee, Wakatake ist doch der aus dem Forschungsbaum, oder Ich nicht? habe keine Ahnung. Ich, ist uns Warte so. mal, wie hieß denn der Ich Russen-Dings da meine, ich mein noch? irgendwas mit W irgendwas. Wacker? Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke mal, das ist, ich würde ein Bremen-Schiff und dass Bremen-Schiff reinkommt oder zu wieder zu T3, was wir ja spielen können, ist so fraglich. Aber die Sets können sich noch alles ändern. Ist alles Work in Progress. Und dein Fazit zu deinem T3-Schiff. Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, im Gegensatz zu vielen anderen fand ich die St. Louis jetzt nicht besonders dolle. Deshalb, Ja, also oh, ist mal. jetzt nicht unbedingt meins. Aber viele Leute fanden die ja super auf Tier 3, Ja, also. ich habe das Ding auch gerne gespielt. Sag mal, wo die nun 200 Zungen gab es ja. Aber das Ding war einfach nur krank. Du schießt, du hast 14 Geschütze. Grunde, du hast ein paar Geschütze, was frontal schießen können. Und wenn du ein Schiff gedreht hast, hast du gleich alle Batterien wieder. So geil auf T3. Aber, naja, es gibt also nur die Anfänger spielen T3 und Rest der Leute tun mit FreeXPR als Durchbanner. Naja. Wir sagen, alles wie gesagt, welches Progress ist ein 1-1 Kopie. Ich denke mal, es wird ziemlich so interessant werden. Aber der Shark hat seine Meinung schon geäußert. Wir sagen, wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend noch und schreibt eure Meinung zu, das Klon, was meint ihr, Klon, Schwester, was willst du dazu sagen? Westernschiff ist das im Ich denke mal, Endeffekt. für ein Schwesterschiff. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend noch. Wenn ihr wollt, lasst mal einen netten Kommentar übrig. Tschüss! Tschüss.